Spürt den Spirit der 90er Jahre und die Macht der 16-Bit-Konsolen. Auch wieder im heutigen Part Yoshi's Island. 5-5! Und diese gottverdammten Möwen sind jetzt wohl richtig am Start, ja? Möwenklippen. Ist in Ordnung, ich bin drauf eingestellt. Ich wollte auch mal was fragen, also für die Leute von euch, die das SNES Mini haben. Ja, ihr wisst schon, keine Ahnung, 2021 Super Nintendo Spiele auf einem Stück Plastik per HDMI an die heutigen Geräte anschließbar. Ihr wisst schon Bescheid, was ich meine. Da sind ja einige Titel drauf, auch Yoshi's Island. Und naja, ich wollte einfach mal fragen, wenn ihr das habt, welches euer Lieblingsspiel vom SNES Mini ist. Also ihr könnt ja auch, wenn ihr die SNES Mini nicht habt, schreiben, was euer Lieblingsspiel wäre. Aber es geht vor allen Dingen an die, die es haben und sich halt auch denken, keine Ahnung, ja, das und das ist ja netter als gedacht. Oder habt ihr vielleicht sogar Spiele auf dem SNES Mini kennengelernt, wo ihr vorher gar nicht kanntet oder wo ihr nicht gedacht hättet, dass es euch gut unterhält oder haltet? Oder holt ihr da Sachen nach? Also ich meine, ich habe auch einige jüngere Zuschauer, die zur Super Nintendo-Ära vielleicht nicht am Start waren. Ihr habt ein bisschen was verpasst, muss ich sagen. Komm schon da am besten hoch. Ich habe eine Theorie. Ich kann die im Fallen nehmen, aber das ist ja schon ein bisschen... Nee. Ich war noch fest in der Annahme, dass ich auf einem drauf lande. Naja, dann halt nicht. Nee, ich fand das damals eine geile Zeit, auch die ganzen Super Nintendo Module. Irgendwie, das war ein ganz eigenes Feeling. Also die CDs, schön und gut, ja, waren sinnvoll irgendwo, aber... Ach, die guten alten Module. Und da zählen Nintendo Switch oder DS oder 3DS Module auch nicht. Ich meine, so richtig globische Dinge. Ja? So Super Nintendo N64, was auch unzerstörbar ist. Mein Sohnemann hat in letzter Zeit auch ein bisschen Gefallen an meinen Sega-Spielen gefunden, aber auch eher im Sinne von aus der Verpackung holen und keine Ahnung, damit rumkloppen oder wieder in die Spieleverpackung einräumen und dann das ganze Regal wieder aus- und einräumen die ganze Zeit. Und ich dachte mir auch so, boah, geht da grob damit um. Aber die haben alle auch meine Kindheit überlebt und... Ja, da war mir irgendwie klar, ich muss doch keine Angst haben. Wie komme ich denn jetzt da am besten hoch, verdammt? Mit Eiern? Ich soll da hoch. Aber wie? Kommt da irgendwie eine Möwe? Ach, du bist es. Den brauche ich. Nee, im Ernst, oder wenn ich das auf Flohmärkten sehe, ich war dem letzten zum Spaß auf dem Flohmarkt, nicht wirklich was gefunden, weil ich halt auch ungern alten Shit kaufe, aber ich fand das früher als Kind unheimlich interessant, die Röhre check ich auch noch ab, auf dem Flohmarkt zu gehen und da hatten manche Gameboy-Spiele, Super Nintendo-Spiele und so da liegen und man konnte gucken und das war sehr nice. Ich habe in der Tat auf dem Flohmarkt, wo ich war, alle besiegen? Habe ich auch einen Stand gefunden mit N64-Kram und auch mit dem N64-Controller, wo ich erst die Luft angehalten habe, wo ich mir dachte, der könnte ja vielleicht was taugen. Hätte ich mitgenommen, aber der war schon so ausgeleiert. Verständlich. Wobei es war halt auch so ein Crystal Edition. Die kam erst 2001 raus. Aber trotzdem wurde mit dem Controller ordentlich gezockt. Offensichtlich. Na, ich vermisse die Zeit ein bisschen. Und die ganzen Module und alles, was da lagen, die sahen auch wirklich sehr... schlecht aus, ich weiß nicht. Klar, Alterserscheinungen, ich merke das selbst bei meinen ganzen Spielen, SNES, Super Nintendo, ja, das ist dasselbe, ich hält. N64, auch wenn ich es behüte, wie mein Augapfel, altern die dann doch, selbst im Schrank stehend, leicht vergilben oder sonst was. Ich habe schon drauf geachtet, dass da nicht so viel Sonne drauf scheint und all so Sachen, aber ist der Zahn der Zeit, das ist unerbittlich. Aber die Qualität der Spiele bleibt gleich. Ich muss hier ein bisschen schauen. Das ist noch gut. So, das leidige Thema. Da werden wir uns das ganze Let's Play drüber unterhalten. Die Leute, die sagen, man kann ohne weiteres die roten Münzen erkennen. Grüße gehen raus an den Master of Rayquaza, der mir auf Twitter dann auch ein Bild zuschickte, auf dem zu sehen ist, dass es dann doch, wenn man ganz genau hinschaut, einige Pixel mehr roter bei den insgeheim roten Coins gibt. Das sind aber viele hier, Alter. Und glaube ich, nein, nicht treffen lassen, das war der Untergang.
Besser als in den Abgrund zu fallen. Ich hätte halt nur hätte mich nicht getroffen, wäre ich wahrscheinlich noch zur Blase gekommen. Tja, hätte, hätte Fahrradkette. Und ich muss zugeben, dass wenn man ganz genau hinschaut, dass man in der Tat einen Unterschied erkennen kann. Manche haben auch schon gesagt, ja, aber beim Zocken, da sieht man das nicht wirklich. Ne? Das kann ich nicht nur unterschreiben. Ich zocke ja nicht nur, ich let's play. Ich sitze vor meinem Monitor und auf meinem Monitor, ne, vor meinem PC. Ich bin da über einen Meter weg, wie sich das gehört. Man soll ja nicht zu nah an so einem Kram dran sitzen. Aber auf meinem Monitor ist halt auch nur ein Fenster. Und ich habe halt so die Angewohnheit, mag vielleicht selbst ein bisschen dumm sein, aber immer alles in Originalauflösung zu spielen, um auch die Originalqualität rauszuholen. Sprich, ihr habt 1080p, aber das ist hochskaliert, aber es ist perfekt hochskaliert. Wisst ihr, wie ich meine? Nämlich ehrlich gesagt ein bisschen... Ah, guck da, das war hart. Das war gut versteckt. Ja, um die beste Qualität rauszuholen. Da, ich brauche kein Vollbild oder so. In der Angst, dass da nicht ganz aussieht. Ich glaube, da unten ist nichts, oder? Ich mache mir dann bisher nicht ins Hemd. So, es ist ein normales Fenster und naja, ich erkenne natürlich alles klar, aber kommt schon. So kleine veränderte rote Pixel. Ich gebe zu, da ist was zu erkennen, aber... Meine Fresse, ich spiele das halt auch schon immer. Wie gesagt, das ist Super Nintendo Mini. Ist da auch wieder so ein präzises Beispiel. Wenn ihr das auf eurem HD-Fernseher in, was weiß ich, wie groß spielt und so, kann ich mir vorstellen, dass man das eventuell noch besser sieht. Aber das tue ich halt nicht, ne? See you later, Emulator. Das sind die letzten Coins. Nee, wahnsinnig. Eilung, oder? Da muss doch irgendwo ein Schalter gewesen sein. Ich glaube schon. Ich habe da, glaube ich, einen Schalter übersehen. Es fehlt noch eine Blume. Ich glaube, hier ist sogar ein Scheiger in Böse. Nee, die Coins haben alle. Na gut. Du musst hochfliegen für die Blume. Wo sind die? Ich will da hoch. Irgendwas ist da doch. Ja. Ja, das geht aber auch anders. Bin ich jetzt mal ein bisschen frech? Ja, der stand im Weg. Hat gereicht? Hab ich bekommen, 100%. 100 Punkte, Alter. Ich glaube, es war so gedacht, dass du auf so eine Möwe drauf trittst, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann da hochfliegst oder dich flattern lässt. Ist mir auch voll Wumpe. Damit wäre 5-5 geschafft. Wie euer Zeugnis. 5-5-5. Spaß. Ich würde sagen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber ich war ja ein ganz guter Schüler. Nee, war ich nicht. Ich habe ja ein Mario Kart 8 Part gemacht über meine ganzen Schulzeugnisse und war mir auch nicht zu schade, meine Höhen und Tiefen zu zeigen. Aber ich war einfach faul. Ja, schon in der Grundschule. Ich wusste nicht, dass man sich Mühe geben muss. Und war alles Dreier-Vierer-Bereich. Auch in der Gesamtschule zunächst schleppend. Nur als es dann hieß... Auf Hauptschule oder auf Realschule habe ich angefangen, mich anzustrengen. Kam wegen den schlechten oder nicht so guten Noten auf die Hauptschule, die jetzt kein Beinbruch ist. Und habe dort, viele wissen es, also ich erzähle alles doppelt und dreifach, aber... Scrolling Level! Wie ich Scrolling Level liebe! Musste auch sein. Hab dann in der Hauptschule halt gerockt, weil ich mir auch zum ersten Mal übelst Mühe gegeben habe. Weiß auch nicht. Da musste ich den Gehirn den Schalter umlegen. Einfach. Weil doof war ich nicht, aber ich war schon immer viel zu jung. That's the point. Ich bin zu früh eingeschult mit 5 oder was. Weil meine Eltern der Meinung waren, unser Sohn ist ja ach so schlau. Ich würde mich nicht als besonders schlau bezeichnen, aber... Dümmere gibt's vielleicht auch irgendwo. Vielleicht. Ich bin nicht die hellste Kerze, aber ich bin auch nicht die dunkelste. Lass es mich so sagen. Vor allem versuche ich alles immer mit gesundem Menschenverstand zu lösen. Ich bin auch, ich sage auch nie, dass ich irgendwie perfekt bin oder ein guter Mensch. Habe ich nie gesagt. Ich wüsste selbst nicht, ob ich in Himmel oder Hölle komme. Aber ich glaube, das ganze Erwachsenwerden und so hat mich ein bisschen in manchen Sachen aufgeweckt. Und
und ich denke mal, der Himmel ist drin. Es sei denn, es gibt da ein Zwischending. Es sollten ja auch einführen, glaube ich, ein Zwischending. Wie bei Sonic Adventure. Gibt es auch Himmel und Hölle und den normalen Garten. Für die Jaws. Boah, wisst ihr, warum ich Scrolling Level so liebe? Wenn ich hier irgendwas falsch mache, kann ich den ganzen Kram nochmal machen. Und das geht ja auch hier im Schneckentempo par excellence, Alter. Sollten wir allerdings ganz gut durchkommen, könnte ich auch überlegen, ob heute noch ein dritter Level drin ist. Ja! Ihr Schweinehunde, die dürfen mich nicht... Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf dich, ne? Und nimm dir die Eier her. Und ich habe die anderen Kollegen. Ich habe das letzte Mal gar nicht erklärt. Diese kleinen Kinder... Oh, ich habe einen weggebracht. Weggemacht. Diese Kinderchen, die irgendwie als Munition zu verwenden sind, wenn man ihre Mutter abnervt. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich habe die auf Thumbnail gepackt, wo ich auch am Labern war. Wie nichts Cooles. Ich weiß nicht, ich habe die früher übelst gefeiert. Diese kleinen runden Typen. Aber an für sich, man steuert damit halt auch anders und das fand ich weniger cool. Also es ist weniger berechenbar. Auch jetzt kann ich die wieder einsacken, der andere flüchtet, wie er meint. Die kann man immer wieder verwenden, das ist der Punkt. Das war zu Zeiten, wo ich halt nicht wusste, wie im Level der Hase läuft. Und vielleicht ein bisschen mehr Eier verbraten habe als heutzutage. Aber das ist ein gutes Ding, dass ich, die Eier so schnell nicht leer wurden, weil die Typen immer wieder wiederverwendbar sind. Aber ich brauche die heute nicht mehr. Von brauchen kann ja keine Rede sein. Aber sie machen einen lustigen Bogen. Wenn die anecken, ist auch noch ein bisschen funnier. Es geht hier so langsam. Warum? Vielleicht geht's wieder auch so schnell und ich verpasse irgendeinen Shit. Aber kein Scheiß, ne? Wird echt nichts übersehen in dem Schuppen, Alter. Das kann ganz schnell geschehen. Heute haben wir echt den Möwenpick, ne? Menü? Ach, der Typ. Ach, jetzt kommen die Ballons. Yo, warum denn auch nicht? Ratatazong und weg ist der Balkon. Schule aus, wir gehen nach Haus. Der Hausmeister fliegt aus dem Fenster raus. Cool, da kann man überall rein. Gab's hier was Wichtiges? Ballons? Ballons? Ballons. Ballons. Ballons, Ballons. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Ich will, dass hier was passiert. Nee. Ah. Das war gut versteckt, WTF. Hier ist nichts. Hier sind nur Coins für Extra-Leben. Ja, Wahnsinn. Kam mir doch gleich so unbekannt vor hier. Die anderen führen auch nicht dahin. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Was für die 100% nicht relevant ist. Da habe ich Erfahrungsdefizite. Kenne ich mich nicht so mit aus. Was, ich hätte getroffen. Ja, da fallen mir zu viele runter. Wohl einer noch? Ja, da ist er! Hä? Was? Oh nein! Ich habe die Zunge noch ausgestreckt, aber es hat nicht mehr gereicht, WTF. So, mach den immer schön. Übertrag ihm immer schön die Arbeitsschritte. Bitte. Hier ist nichts. Aha. Versuche nach unsichtbaren Wolken. Hä? Die kommen aus dem Nix hier, die Waldgeister. Ich hab dir gesagt, ich soll dich nicht so assoziieren mit irgendwas anderem. Dann nicht. Dann halt nicht, ne? Ah! Das ist doch unglaublich. Was macht ihr denn?
Jetzt habe ich mein Item ja schon sicher. Also ich muss jetzt schon safe ein Item verbraten. Für den Blödsinn. Jetzt verschwindet er mal, Alter! Verdammten Hater! Ach komm, ihr seid ein bisschen penetrant gerade. Was ist... Also ihr seid hier zu Hause. Ich komme doch gerade gar nicht zurecht, ehrlich gesagt. Ich würde ungern runterfallen und so ein Schild. Geht's hier rein? Du willst doch überprüfen. Danke fürs Ei. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da rein kann. Ich hoffe mal nicht. Also das wäre auch ein bisschen gemein. Okay. Ja, wir haben alles. Also bis auf die Sterne. Sterne habe ich gerne, aber die bösen Geister. Die Geister haben sich gerecht dafür, dass ich sie für etwas anderes gehalten habe. Geschieht mir vielleicht recht. Okay. Boah, ist echt sehr knapp, ne? Was so die Zeit angeht. Wenn ich auf den Timer gucke. Ich fürchte aber, wenn ich jetzt den Part beenden würde, wäre es mal wieder zu kurz, ne? Das heißt aber auch, dass ich mich im nächsten Level nicht anstellen darf, den abgelaufenen Joghurt. Was machen wir denn da? Ich guck mal, was der nächste Level ist und entscheide dann spontan. Kartenschnipsen! Ba-ba-ba-ba-ba! Darf halt nicht abfailen, das ist der Punkt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der fünften Welt dann noch drei in einen Part packen kann, aber... Lupe! Oder? Komm, wir riskieren es. Ich will noch einen Stern. Dann höre ich auf. Das nehme ich mit. Bevor da wieder so ein Kamek ankommt, ja, das ist schon in Ordnung. Plus 10 Sterne, das ist gut. Babam! Babam! Na komm, wir packen noch einen rein. 5-7! Es sieht mir jetzt auch nicht wirklich aus, als würde mir das groß in Erinnerung geblieben sein. Liftballett. Nach links? WTF. Ach ja, doch, das ist nicht wild. Das Level ist nicht so. Das sage ich jetzt noch, ne? Immer wenn ich das sage, kriege ich aufs Maul dafür. Aber ich glaube, das war wirklich... Na egal. Ne, das waren ganz viele von den Lifts oder Plattformen, wie auch immer. Dazu ein paar Steinchen, die gerne mal schneller runterfallen, als man gucken kann. Möwen sind auch mit am Stissel und das, obwohl es im Hintergrund ein Dschungel ist, statt der Eiswelt. Deswegen frage ich mich, was machen die Pinguine hier? Ah, und wir gehen schon in Richtung... Ja, das sind die... Heißen sie Amproxas? Ich glaube, die hießen Amproxas. Nennen wir sie einfach mal oder bezeichnen sie einfach mal als kleine schwarze Kreaturen, die gerne um runde Dinge rumklettern. Tja, einiges los an Flora und Fauna auf Yoshi's Island, oder? Einiges los. Spoiler, die werden wichtig im nächsten Level. Geleckt. Ja, da muss ich hin. Das mache ich am besten mit ihm hier. Dafür ist er da. Dafür bist du programmiert worden, mein lieber Möwenkollege. Du Möwenpick. Ich weiß nicht, ob hier was rot ist. Bestimmt nicht mit drin. Bestimmt eher am Ende. Und zeig die Hände. Dann bist du nicht am Ende. Oh yeah. Oh yeah. Mit den Händen. Am Ende. Oder hier. Okay, dann ging es hier wahrscheinlich nur um das Blümchen. Ja, Blümchen auch. 90er Jahre. Piep, piep, Satellit oder was? Immer noch besser als Nena. Meine Mutter stand in den 80ern auf Nena. Im Sinne von auf die Musik und auf den Charakter und so. Und jetzt kommt die Nena nach Darmstadt.
Schloss Grabenfest 2018. Eintritt frei. Aber bei bekannteren Leuten ist es eh hoffnungslos überfüllt. Das Schloss Grabenfest. Sollten sie schon Eintritt verlangen, da ist nicht so voll. So ein Euro und schon kommen weniger Leute und die haben was davon. Das ist, da gammeln halt aber mir zu viele Leute rum, die ich nicht in meiner Gegenwart haben möchte. So, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, was ich hier tue. Aber ich bringe der mich zurück irgendwo hin, wo ich klarkomme auf mein Leben. Hau ruck! Freefall, Yoshi! Aber wir kriegen's gebacken. Ich hab mich noch gerettet! Das ist ein Goodie! Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich frag mich Sachen, ey. Ich nehm den Schnellen hier. Warum nicht, ne? Was willst du denn? Boah, da sind so viele rote dabei. Was? Guck, das war auch einer. Okay. Natürlich nur die wertvolle Kiste nicht runterfällt. Das ist echt, mein Leben in der nutshell. Oh, der Rote gibt ein bisschen mehr Gummi. Finde ich gut. Ja, das sind schon ganz gewitzte Sprunggeschicklichkeitspassagen. Nur Angst, echt was übersehen zu haben. Ich glaube nämlich, dass ich was übersehen habe. Ganz im Ernst, das ist aber echt billig, meine Ausbeute. Da stimmt was nicht, hinten und vorne nicht. Ich meine, da kommt noch einiges, aber ich glaube nicht, dass was. Oh, und jetzt habe ich... Jetzt habe ich nicht genug Eier! Weißt du was? Gib mir so eine Melone. Die ist auch in Ordnung hier. Aber da, wo ich hingesprungen bin, ne, da waren ja noch andere Schienen. Und da muss man irgendwie nochmal hingelangen. Ich dachte, das kommt vielleicht noch, aber falsch gedacht offensichtlich. Egal, dann müssen wir uns den Level 2 mal gönnen. Ich hab's ja befürchtet. Wir machen uns das Leben selber, also der Part, von der Partlänge her, ne? Ich hab's ja befürchtet, sowas in der Art. Oh ja, das ist ein... Hier hab ich auch schon oft meinen Spaß gehabt, Alter. Drum geflattern im Wind. Knapp. Andererseits kommt jetzt erst der richtige Shit, ne? Also, ganzen roten Coins und Blumen wollen sich lieber hier aufhalten. Wie sieht's denn aus? Oh, zwei Münzen und eine Blume. Jetzt würde ich halt auch gerne... Ah, das hätte so geil gepasst. Von der Partlänge, von... Da! Irgendwo, ich hab eine Ausfahrt übersehen. Irgendwo war noch was. Verdammte Axt, Alter. Jetzt wollen wir direkt zusammen nochmal. Da kenne ich nichts. Ihr kommt mit. Mit gehangen, mit gefangen, Leute. Wenn du so willst, habe ich ja dann vier Level gespielt heute. Zweimal denselben, aber. Ja. Selbst schuld. Wie gesagt, das hat mit der einen Plattform da zu tun. Ich weiß aber nicht, wo du da lang musst. Sollte doch relativ schnell vonstatten gehen, also ich mach mir jetzt auch keine großen Gedanken. Oder hier unten Secrets? Nee. Bitte? Quatsch. Alles Bullshit. Immer bis zu dem Punkt, also es geht ja echt schnell ab einem gewissen Punkt, aber... Die Blume. Da unten ist nix. Wir müssen auch zusammen sein, ich habe nur eine Sache übersehen. Aber ich habe gespürt, dass ich eine Sache übersehe. Da oben ist was. Jetzt aber auch nichts damit zu tun, ne? Nee, das ist ja schon wieder. Da unten ist nichts. Aha. Ja. Okay.
Hey! Ach Leute, nichts, was wir nicht hinkriegen, oder? Ja, bis zu diesem Punkt war halt auch verdächtig wenig hier am Start. Das ist halt so ein Ding. Ding für sich. Ja. Da ist auch nichts weiter. Da ist nichts. Nein, da muss. Wie gesagt. Ich hab schon eine starke Ahnung, wo das ist. Ich bin dahin gejumpt, obwohl das irgendwie der Rückweg ist. Aber ab jetzt ungefähr muss ich halt die Äugchen unheimlich offen lassen, um die richtige Ausfahrt zu bekommen. Wenn der alte Mann noch nicht so ein Alzheimer hätte, ne? Oder der ganze Krimskrams rumchillt. Obwohl, das weiß ich ja grob, aber wie kommt man hin? Jetzt ist halt der Punkt mit diesem, das verwirrt mich ein bisschen. Du kommst gleich drei Plattformen, ja? Aber warum? Da oben, ne? Da. Muss ich vielleicht? Ich glaube schon. Ich muss da drauf. Das ist, was fehlte. Na, da ist auch. Die sind wahrscheinlich sogar absichtlich da. Da. Das ist, was fehlte. Zwei Coins und die Bälume. Schade. Schade, dass ich das ein bisschen ignoriert habe. Oder ich dachte, ich komme da gleich hin, dies, das, Ananas. Ja, ich bin hingejumpt. Ich bin wieder hingejumpt. Ich hatte es noch ein bisschen im Urin. Ja, damit sollte ich mal zum Arzt gehen. Habt ihr recht. Schön, dass man hier wählen kann, ob man die mittelschnelle, also die gelbe, oder die langsame, grüne Plattform haben möchte. Mittelschnell ist mir da. Weil du halt hier ein bisschen in die Bredouille kommst. Ach, er ist wieder da auch noch. Er ist halt einfach wieder da. Wie der Film. Er ist wieder da. Was ja auf einem Roman basiert. Ganz nett. Der Film. Also der Roman habe ich nicht gelesen, aber der Film. Er ist wieder da, habe ich gesehen. Nette Ideen. Mit YouTube sogar. Wer war das? War das Joyce, die da mit im Video ist? Kein Plan. Oder Mr. Trashpack? Ja, ja. YouTube. Hier muss ich mir erstmal ein paar Eier holen. Lass dir mal ein paar Eier wachsen. Ach komm, dann halt nicht. I am a very ungeduldiger Dino. Oder ich mache mir Angst um. Mir Sorgen um die Partlinge. Bin ich ja selbst schuld. Ich kann sie immer noch verbocken, ne? Das wollen wir auch nicht. Auch nicht vergessen oder unterschlagen. Gut möglich, dass ich gleich irgendwie runterfalle und. Oder irgendwas übersehe. Eine Stelle war da fies, die ich gerade noch gut hin. Obwohl, hier ist ein Sternenkreis. Wenn was fehlt, springe ich einfach ins Verderben. Beeilung. An für sich gar nicht so wild. Achtung, wild. Vorsicht. Das hatte ich eben ein bisschen besser im Griff, bin ich ganz ehrlich, aber. Das sieht ja aus, als wäre hier alles noch. Roger in Kambodscha. Ach, Blumen haben wir alle. So gut. Die zwei Münzen sind die hier. Die sind fies. Ja, weil du schon abspringen willst. Aber naja. Immer so gottverdammte Kleinigkeiten. Ich hätte es auch mit einem Mal durchhauen können. Aber was soll's. Gut, habt ihr mal ein bisschen längeren Part wieder gehabt? Wenn es nicht hätte sein müssen. Naja, manche wird's freuen. Beim nächsten Mal wisst ihr, dass wir den Boss-Level der fünften Welt haben. Ne? Also 5-8 mit Boss. Und den Speziallevel. Ah, ich glaube, oh, der war gemein. Mit Skifahren und sowas. Spielen wir noch kurz Roulette. Besser kein russisches Roulette.
Ihr wisst, wie russisches Roulette funktioniert. Ich kann hier setzen. Komm, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich setze. Wie viel kann ich setzen? Ja, wenn, dann YOLO, oder? 99 Leben. Wenn ich jetzt mal 0 mache, habe ich verloren. Also krieg ich gar nichts. Aber mal 1 kriege ich die wieder raus. Oder plus 1 kriege ich die wieder... Geht's überhaupt? Das geht gar nicht über 100. Finden wir es raus. Es muss über 100 gehen. Ich bin jetzt richtig rocken eigentlich. Plus 0! Aber 99 plus 0 ist halt 99. Danke, ich dachte, ich muss jetzt jedes einzeln holen. Das riskiere. Also so mal 3, so 300 Leben auf einen Schlag? 298. Wäre auch ganz interessant gewesen. Ist doch jetzt in Ordnung, ich habe doch nur wieder meinen Einsatz raus. 99 plus 0, WTF. Okay, dann danke fürs Dabeisein, Däumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!